Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Ich habe was zugeschickt bekommen oder gefragt. Boah Gott, ein bisschen fest drin, ob ich das vorstellen wollen würde. Und zwar ist es von, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jauna. Oder ist es ein H? Jahuna? Jehuna? Ach nee, hier oben steht es nochmal mit Y, ist ein H. Jehuna. Facebook, YouTube, @Jehuna. Das ist ein Transmitter. Den könnt ihr an Laptop ranmachen. Also hier unten, der da. Und dann hierhin übertragen und das macht er dann an Fernseher ran, einen Beamer ran, whatever. Und könntet dann drahtlos übertragen. Home Theater, Office, UHD, also soll auch 4K können. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wir werden das dann nachher mal mit der Switch testen. Aber das, ich habe versucht, die jetzt schon rauszubauen. Das hat jetzt nicht so richtig geklappt, weil da hinten ist ein tierisches Kabelwirrwarr. Aber wir machen erstmal das Unboxing, gucken, was da drin ist. Ich habe ja sowas schon mal vom BenQ getestet gehabt. Das war ganz cool. Mal gucken, wie sich das schlägt. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich in der Unboxing-Ansicht. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Hier ist der Sender, hier ist der Empfänger. UHD 4K. Office, Home Theater. Also brauche ich kein Internet. Und Multi-Device. Da bin ich mal gespannt. Sonst ist da nichts großartig drauf. Steht nochmal das Modell Q5TX. Telefonnummer. Eine E-Mail-Adresse. Oh. Achso. Ich müsste. Oh, das ist so toll. Das neue. Hier. Schönes scharfes Messer. Aber jetzt muss ich wirklich darauf achten, dass ich das von mir wegmache. Nicht, dass ich mich wirklich schneide. Erstmal Unboxing machen und nachher werden wir mal testen. Also die Dinger sind ja eigentlich immer für PC ausgelegt, dass man PCs connecten kann und irgendwo hinmachen kann. Aber wir werden es mit der Switch auch mal ausprobieren, weil die meisten anderen Geräte, PlayStation, Xbox und so, haben einen Kopierschutz. Und ja, BenQ hatte keinen, und könnte sein, weil es aus China kommt, dass vielleicht der Kopierschutz hier auch egal ist. Na, mal gucken. So, dann haben wir einmal hier ein Heftchen. In Englisch, Deutsch, Französisch, Espanol, Italienisch und ich denke, dass es Chinesisch ist. Deutsch ist auf Seite 6. Ah, da sind wir auch schon. Das Schrift ist so groß genug, dass ich das lesen kann. Frage, Antworten. Und da sind wir schon bei Französisch. Also, nicht viel. Aber wenn es funktioniert, ja, mit dem Schwarz-Silber. Knopf hat einen guten Druckpunkt. HDMI. Hier haben wir dann die Aufsätze für, ich glaube, das ist Großbritannien mit dem Pinuppel. Das ist Amerika. Oh Gott sei Dank. Was ich schon sagen hier? Ich brauche ja noch Deutsch. Also EU. Ach, das ist der, wo das dann raufkommt. So. Dann haben wir hier eine. Oh, für dicke Finger ist das nix. Zwei Antennen.
Dann den Kasten an sich. Sah der da dann auch so aus? Ja, da sah er auch so aus. Dann haben wir einmal einen HDMI zu USB-C. Das wird, denke ich mal, der Stromkabel sein. Dann haben wir nochmal einen HDMI zu USB-C und einen flachen HDMI-Kabel. So, dann würde ich sagen, dann schließen wir erstmal das an. Oder machen wir das im Hardware-Video. Zeige ich euch erstmal, was da mit bei ist. So. Und natürlich die Anleitung. Das ist alles mit im Paket drinne. Ach, wir schließen das jetzt schon an. So. Dann brauchen wir hier für die EU. Da müsst ihr aufpassen, oder braucht ihr nicht so da aufpassen, manchmal sind es zwei von denen drin. Einmal für Deutschland, einmal für EU. Ich habe auch schon beide getestet. Ich weiß immer gar nicht, bei welchem Gerät das war. Habe EU und Deutsch genommen, also nimmt sich nichts. So, reingeklickt, fertig. So, die Antennen, die werden hier hinten rangeschraubt. Ah, hier, gut. Und hier auch. Ist im Prinzip wie im Auto. So. Also hier die GPS-Antennen und so. Ja, und dann haben wir hier hinten halt einmal Kopfhöreranschluss, einmal Strom für USB, also USB-C für Strom, den HDMI und wir haben so ja einen VGA-Anschluss. Wer hat denn heutzutage noch VGA? Also wir haben praktisch ein USB-C, den werden wir mal anschließen schon. So, hier für Strom. Und hier kommt er dann so rein. Da hätten wir das Gerät schon mal komplett. Die Antennen sind dran, der USB für Strom ist dran und der HDMI, der kommt dann daneben. So. Das war schon das ganze Hexenwerk. Und hier USB. Ach, hier brauchen wir auch USB-Strom. Okay. Hier brauchen wir auch USB-Strom. Und dann kommt der natürlich mit HDMI im PC rein. Ja, da hat man ja meistens dann irgendwie ein USB übrig, wo man den dann anschließen kann, wenn nicht mit einem Wandadapter. Und dann passt das schon. So, das würde ich sagen, das war's für das Unboxing. Das ist auch schön Metall. Das ist hier, also das wirkt hier schön, mal so schön Metall. Wirkt wertig. Hat unten auch Gumminippel. Die werden auch irgendwann, wenn es warm wird, abgehen. Aber das ist hier nur alles Plastik. Indirekte Belüftung. Naja. Ja, werden wir sehen. Werden wir gleich mal testen und gucken, wie er sich schlägt. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.